Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur heutigen Bürgerversammlung und zur Informationsveranstaltung rund um das Thema Volksbegehren zum Nachtflugverbot. Und ich darf Ihnen erstmal versichern, ich freue mich sehr, dass der Saal so gut gefüllt ist. Ich freue mich sehr, dass nach wie vor eine so große Resonanz zu dem Thema vorhanden ist. Und insofern schon mal zu Beginn der Veranstaltung herzliches Dankeschön Ihnen allen, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Wir sind momentan, Sie können sich vorstellen, ich habe gerade noch mal gefragt, mit 3.417 Unterschriften, vielleicht sind es jetzt auch schon 3.420, auf einem ganz guten Weg. Und gut, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir insgesamt 19.053 Wahlberechtigte haben, könnte man sagen, es ist ein relativ geringer Anteil. Trotz alledem, wir sind seinerzeit mit einer Zielzahl rausgegangen, wo wir davon ausgehen und hoffen, dass wir ungefähr 6.000 Unterschriften sammeln können. Und von daher sage ich schon, wir sind auf einem guten Weg, dank Ihnen, all denen, die interessiert sind, die an der Sache mitarbeiten. Aber natürlich gibt es auch das weinende Auge dabei. Wir haben, glaube ich, in der letzten Woche in Erfahrung bringen dürfen, ich würde eher sagen, in Erfahrung bringen müssen, wenn man dann hört, dass in Cottbus 10 Unterschriften vorliegen, ist das natürlich in erster Linie für uns hier sehr frustrierend und für uns allerdings schwierig als Thema zu transportieren. Und wir wollen auch ganz bewusst nicht, dass wir hier in irgendeine Lethargie verfallen, dass wir der Meinung sein sollten, wir schaffen es nicht, das Thema ist nicht wichtig genug, das denke ich nicht. Ja, übertreiben eigentlich die Fluglärmgegner. Denn es kann ja durchaus sein, dass all das, was hier kommt, uns im Prinzip überhaupt nicht belastet, uns nicht betrifft. Dann haben wir uns die Köpfe heiß geredet, könnten eigentlich jetzt zu Hause sitzen auf dem Sofa und den Abend genießen. Deshalb ist unser erster Themenkomplex, der Frage gewidmet oder dem Thema gewidmet, Flugverkehr und gesundheitliche Auswirkungen. Die kommen ja zum einen aus Kleinmachnow, zum anderen aus Lichtenrade, also im Prinzip ja nicht direkt aus der Schusslinie, sage ich mal, in Blankenfelde-Marlow. Da frage ich mich, was wir auch schon gesagt haben, ob wir nicht alle ein bisschen übertreiben. Warum engagieren Sie sich eigentlich so stark gegen den Fluglärm? Ist es denn überhaupt so, dass Fluglärm in unseren Regionen in irgendeiner Form eine Auswirkung auf uns haben kann? Also ich komme aus Lichtenrade. Wir sind direkt betroffen. Wir sehen nicht nur die Maschinen, wir hören sie auch. Die Lärmbelästigung ist wahrscheinlich nicht so stark wie die in Blankenfelde-Marlow oder im östlichen Bereich über Friedrichshagen. Wir wissen aber, dass die dritte Startbahn in der Schublade liegt und dass, wenn die kommt, uns diese direkt betrifft. Das heißt, dass wir mit 15 Grad Abwinklung direkt überflogen werden, und wenn der Flughafen in der Planung als Drehkreuz ausgedehnt werden sollte, dann kommt die vierte und dann sind wir mit Sicherheit ganz direkt betroffen. Das heißt, für uns, für meine Familie, für mich ist das ganz klar, dass wir überlegen, nutzt uns Lichtenrade als das, was wir haben wollten, als Erholungspunkt nach eines Tages Arbeit, oder ist das flöten gegangen? Und für uns ist die Konsequenz ganz klar, es ist flöten gegangen. Wir werden mittelfristig für uns deutlich entscheiden, dass wir aus Lichtenrade weggehen. Die Frage war ja auch, warum engagieren wir uns gerade gegen diese Belastungen? Nun, ich möchte das mit einer kleinen Anekdote begründen. Wenn Sie sich zurückerinnern an die chinesische Medizin, da war es so, dass die Ärzte nur dann Geld bekommen haben, wenn ihre Patienten gesund geblieben sind. Hier ist es in unseren Kulturkreisen jetzt etwas anders. Wir verdienen Geld mit Krankheit. Und obwohl das jetzt berufsschädigend ist, was ich sage, halte ich es aufgrund ärztlicher Ethik für doch angebracht, dafür sorgen zu wollen, dass wir Krankheit vermeiden. Und es ist einfach evident, dass Fluglärm und Flugemissionen krank machen. Und deswegen ist es eine Frage der ärztlichen Ethik, aus meiner Sicht zumindest oder aus unserer Sicht, sich hier für den Schutz der Bevölkerung einzusetzen. Egal wie groß das Maß an Betroffenheit ist, man muss sicherlich konzidieren, dass Lichtenrade mehr belastet ist durch die Nähe des Flughafens als vielleicht hier unsere Region, aber auch hier werden nicht verschont, auch hier lassen sich im Erholungsbereich sicherlich gravierende Einschränkungen des Wohlbefindens und damit auch der Gesundheit nachvollziehen, und deswegen engagieren wir uns. Eine Frage ganz klar, wir sind ja hier in Teltow, unser Bürgermeister ist ja auch hier. Was erwartet uns denn Teltow? Denn wir sind ja quasi in der Zone drin, wo nach 1500 Metern abgebogen wird, dann hier über Teltow.
Was bedeutet das exakt oder ungefähr an Fluglärm in Dezibel? Was für einen Dreck haben wir zu erwarten? Kann uns jemand dazu etwas sagen? Das mag sich jetzt auch albern anhören, aber wir wären schlauer, wäre der Flughafen bereits am Netz. Wir sind in einer Situation, wo letztlich nicht definierbar ist, auch aufgrund der Tatsache, dass die sogenannten Flugrouten ja sich in dem Sinne nicht haarscharf bestimmen lassen, dass wir nicht, momentan zumindest nicht einschätzen können, womit es konkret an Belästigung zu rechnen. Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es eine Belästigung geben wird, ja. Wie hoch die aussehen wird, gerade was die Dezibelbelastung angeht, ist schlicht und einfach nicht ausrechenbar momentan. Wenn der Flughafen die 36 Millionen Passagiere erreicht, für die er ja ausgelegt ist, wird man hier mehr oder weniger am Tag und insbesondere morgens, aber auch nachmittags und abends, wenn die Verkehrsspitzen sind, ein ständiges Donnergrollen, so wie wir es jetzt ja auch schon erleben, in der Luft haben. Und insgesamt werden sich die Dauerschallpegel in unserer Region um ca. 10 dBA erhöhen.